Meine Lieben, ich bin auf dem Weg nach Hause und bin jetzt kurz vor Frank nee, nach Frankfurt. Ich habe schon 253 Kilometer geschafft und habe noch 373 vor mir. Ich gehe nach Hause und selbstverständlich gibt es einen Vlog dazu. Willkommen! Für das schlechte Licht. Ich bin jetzt gerade. Wo bin ich? Stuttgart. Stuttgart. M. Irgendwas mit M. An einer Raststätte. Und. Kaffee gekauft. Ich bin todmüde. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum. Ich habe es noch. 258 Kilometer sind es noch. Ich bin schon 370 gefahren und ich höre übrigens mein Hörbuch. Und zwar bin ich immer noch bei House of Night. Mittlerweile beim Buch Destined. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Aber ja, das höre ich gerade. So, ich muss jetzt weiterfahren. Ich weiß, ich sehe traumhaft aus. Ich bin hier total rot vom Abschminken. Und zwar habe ich benutzt, jetzt zeige ich euch mal eben, Den Cleanser von Mary Kay aus dieser Botanical Effects Reihe. Meine Schwester hatte den mal, glaube ich, auf dem Event bekommen. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Ist für ölige bzw. Mischhaut. Und im Anschluss habe ich hier noch diese feuchtigkeitsspendende Sache benutzt. Es ist zwar abends, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. So, jetzt mal abgesehen davon, dass ich total rot im Gesicht bin, könnt ihr das jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Okay, so sieht es aus, als würde ich hier glänzen. Aber es geht. Boah, ich bin so rot. Also es nimmt den Glanz hier auf jeden Fall ein bisschen weg. Aber ich finde, die Haut fühlt sich nicht schön an. Die spannt und die fühlt sich einfach nicht schön an. Was soll ich dazu sagen? Übrigens bin ich gerade mal ein paar Minuten in meinem Zimmer und es sieht schon chaotisch aus. Ich habe eben meine Schuhe aus dem Koffer genommen, die Hälfte hier, Bett. Und das muss ich meiner Schwester noch zeigen. Yay! So, ihr Lieben, ich mache jetzt meine Haare auf und dann gehe ich ins Bett, weil ich müde bin. Bis morgen. So, ich liege jetzt in meinem Bett. Übrigens habe ich ein unglaublich tolles T-Shirt an, das bestimmt schon an die 15, 16, 17 Jahre alt ist. Schon mehr. Wie alt bin ich? 28. Ja, sehr alt. Ich zeige es euch mal genauer. Und dafür muss ich mich einmal umrollen. Dieses wunderschöne Detail hier, da sieht man auch schon, wie alt es ist. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich schlafen gehe, ist mir das jetzt hier daheim wirklich vollkommen egal. Meine Haare sind noch etwas nass. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen lesen. Ich lese immer noch. Moment. Na, bitteschön. Und zwar bin ich schon so weit mittlerweile. Ich traue mich gar nicht weiterzulesen. Ich möchte gucken, ob ich morgen vielleicht noch das nächste Buch bekomme. Habe aber Angst, dass nicht. Und dann ist es gleich vorbei. Wisst ihr, was ich meine? Ja, hier hinten sind übrigens meine Füße. Wer Füße eklig findet, tut mir leid dafür. Ja, wie gesagt, ich chill mich jetzt hier hin, lese noch mein Buch und bis morgen. Ich bin fertig gemacht. Wir gehen jetzt zu Müller und ich freue mich. So süß, oder? Lindau. Ich komme gerade direkt von Fressnapf. Ja, wir wohnen ja sehr ländlich und da sind Katzenbabys aufgetaucht, also schon länger. Und meine Mutter versorgt die und ich habe jetzt eingekauft. Ich sollte zweimal Trockenfutter mitnehmen und dann Nassfutter. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe diverses mitgenommen. Zum Beispiel Schmusi Natur. Sie nehmen alle für kleine Babys. 15 Euro. So eine Katze ist gar nicht mal so billig. Lisa, da denke ich gerade an dich. Ja. Ich fahre jetzt weiter. Ich war gerade
bei DM, habe aber nichts gefunden. Ich habe OPI-Lacke gekauft vorhin, die kann ich euch später nochmal zeigen oder morgen bei besserem Licht. Ich brauche noch ein paar Sachen für meine Geschenke und das werde ich jetzt mal eben schnell erledigen. Und dann gehe ich nach Hause und dann wird der Weihnachtsbaum geschmückt. Ja, plane langsamer Selbstmord. Könnt ihr alle noch mithelfen? Yay. Die besten von der Gipfel. Aber es ist halt ein anderer Teig von mir. Also ich kann verletzen. Und du machst Cantuccini. Abendessen. Schau mal, da hätte ich auch noch. Hello. Da war meine Stimme eben weg. Ich wollte euch noch den OPI-Lack zeigen. Ich bin übrigens schon wieder beim Schlafi, falls ihr euch gewundert habt. Das sind die beiden Schätzchen. Da haben wir einmal den hier. Comet in the Sky. Den werde ich auf jeden Fall an Weihnachten lackieren. Und wir haben den. Und das ist My Voice is a Little Norse. Ja, meine zwei Errungenschaften. Ich habe 10% noch Rabatt bekommen. Finde ich ganz gut, ne? Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Auto, weil ich zum Zahnarzt gehe. Zur Prophylaxe. Und ja, habe ich zwar nicht so Lust, aber es muss auch mal wieder sein. Und die Sonne scheint. Ich würde euch gerne den See nochmal zeigen. Ach so, ich trage übrigens hier diesen Lidschatten aus dieser Disney LE Sache. Und einmal rum. Ich versuche euch mal nochmal den See zu zeigen, aber wir sind gerade auf einem blöden Standpunkt. Da könnt ihr den See sehen und die Berge und Obstplantagen. So, wie dem auch sei, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich musste mein Buch noch abholen. Und ja, dann ist einiges zu tun. Und wie gesagt, nachher kommt meine Oma. So, ich bin jetzt beim Zahnarzt. Einen Moment. Unschlau mit meiner Hand. Ich war noch im Buchladen und habe mir den vierten Band geholt. Das Cover ist wieder ein Traum, aber ja. Und ich wollte mit Karte zahlen und darum muss ich noch eine Weihnachtskarte kaufen. Ich weiß noch nicht, wer sie bekommt. Und ich muss meine Nägel unbedingt neu lackieren. Das mache ich nachher auch gleich. So, ich gehe jetzt erstmal rein und wir sehen uns später wieder.
Ich komme vom Zahnarzt. Saubere Zähne. Und der Weihnachtsbaum ist umgefallen. Ich muss jetzt mal hochgehen und das abchecken. Und die sieht das natürlich dann auch. Verdammt. Nein, wir haben keine Katze, wir haben keinen Hund und es sind keine Tiere anwesend gewesen. Kinder anwesend gewesen. Anwesend gewesen? Ich gucke jetzt mal. Verdammt. Schön war er. Die Betonung liegt auf war. Scheiße. Scherben bringen Glück, ne? Auf ein neues mit den übrig gebliebenen Sachen. Ein paar Sachen sind hängen geblieben, aber vieles kaputt, wie ihr gesehen habt. Die hier haben wir geschenkt bekommen, diese neu. Und ich mache jetzt nochmal von vorne. So, passt alles wieder drauf. Hoffentlich bleibt der jetzt stehen. Unser Baumständer war kaputt. Wir haben jetzt einen neuen. Wir hoffen einfach mal das Beste. Krautsalat. Yum, yum, yum. So, ich bin auf dem Sofa und chille. Es gibt jetzt gleich Essen. Meine Eltern sind noch im Fleischküchle formen und braten, beziehungsweise Frikadellen, je nachdem, wo ihr wohnt, oder Buletten. Und ich muss gleich das Geschenk für meine Mama noch fertig machen. Ich werde versuchen, das mitzufilmen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten hochgeladen werden, weil hier die Internetverbindung sowas von für den Arsch ist. Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber ich müsste, glaube ich, 1,5 Tage warten oder so, um das hochzuladen. Deswegen wird es einfach eine generelle Geschenkidee. So leid es mir tut, ich habe es nicht früher geschafft. Ja, ich zeige euch dann nachher, was es geworden ist. Oberfail. Ich habe gerade versucht, ein Geschenk zu machen für meine Mama. Das hat nicht geklappt. Also, es sollten Ohrringe werden. Das Problem ist, ich habe hier keinen Schmuckdraht, sondern nur so Nylonfaden. Und ja, darum hält das eben nicht die Form. Ziemlich ärgerlich, aber ich habe ja, ich bin gerade dabei, noch was anderes zu machen. Und ich sitze auf dem Boden übrigens hier gerade. Und zwar werde ich eine Bodybutcher machen und ich hoffe, das wird wenigstens was. Weil wenn das auch nichts wird, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann habe ich nämlich kein Geschenk für meine Mama. Ja, das wäre ziemlich scheiße. Also drückt mir mal die Daumen, beziehungsweise, ja. Ich lade das ja erst hoch, wenn es schon gescheitert oder gut gegangen ist. Deswegen könnt ihr mir gerade gar nicht helfen, verdammt nochmal. Naja, wie dem auch sei. Ich werde jetzt rausgehen und werde abchecken, ob mein Kokosöl schon semi-solid wieder ist. Solid, semi-solid. Und wenn ja, dann können wir weitermachen. Und wenn nicht, dann nicht. Wir werden gucken. So, ich bin jetzt gerade dabei, meine Nägel zu lackieren. Ablackiert sind sie schon. Und ich zeige euch jetzt, was ich lackieren werde. Ich bin ja etwas eingeschränkt hier, ne? Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich würde gerne blau machen, weil passend zum Kleid. Darum, hier, Essie, no more film. Ja, seht ihr? Ich habe schon wieder zu wenig Nagellack dabei. Das ist immer das Gleiche. Und dann werde ich Comet in the Sky von OPI nehmen, weil er einfach so toll ist. Ja, ich filme jetzt gerade mit der Frontkamera, darum seht ihr das nicht so schön. Moment. Soll mir keiner vorwerfen, dass ich mir keine Mühe gebe. Ich zeige euch einfach später meine Nägel oder morgen. Außerdem habe ich mir gerade den Weihnachtslook von meiner lieben Blumyberry angeschaut, von der Lisa. Und hier, das ist meine Hand. Und hat sie sehr schön gemacht. Ich gehe jetzt nochmal eben runter, sage gute Nacht und dann gehe ich schlafen. Also runter zu meinen Eltern und zu meiner Schwester. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder früh am Start.
nicht am Start im Bett. Aber ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss nämlich noch die Fotos bei DM drucken gehen, weil ich so früh dran bin. Ach ja, übrigens, morgen ist Weihnachten. Ja, was soll ich dazu sagen? Naja, ich sage euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. So, ich gehe jetzt extra nicht näher ran, weil ich nicht möchte, dass man die Gesichter meiner Eltern sonderlich gut erkennt. Aber sieht das nicht aus wie irgendwie Werbung für, weiß ich nicht, die Tasche oder weiß ich nicht was? Also, ja, wollte ich euch nur mal eben zeigen. Ich fand es irgendwie ganz lustig. So, ich chill jetzt in meinem Bett. Ich glaube, ich muss mich mal andersrum hinsetzen, wobei ist eigentlich egal. Ich wollte euch was zeigen. Bei uns in Lindau habe ich das in dem Laden gesehen. Die haben so süße Sachen. Moment, ich gucke euch mal da. Ich nehme euch mal mit rein. Warte, mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht. Na, so. Ich meine, ist das nicht süß? So, Moment. Die haben so süße Sachen. Schaut mal die Ananas, wie goldig, oder? Also, wenn ich Ketten tragen würde, fände ich die ziemlich cool. Moment. Ja, ziemlich süß. Das ist eben natürlich Modeschmuck. Ich zeige euch nochmal, wie die heißen. Die kommen wohl aus Schwäbisch Gmünd oder so. Ja. Hier oben ist noch eine Webseite. Da könnte man sich mal drauf umschauen. Ich werde jetzt den Kalender von meinem Papa gestalten. Ich habe, Moment. Ich habe hier so einen Kalender gekauft, wo man eben dann hier Fotos einkleben kann, die ich morgen noch bei DM drucken muss. Ich bin echt immer der Wahnsinn. Ja, auf den letzten Drücker, ne? So, dafür brauchen wir jetzt erstmal den Laptop. Ich habe diverse Fotos auf diesen USB-Stick geladen. Von meiner Mama, von New York, gesammelte Werke und so weiter. Und da werde ich jetzt mal gucken. Ich habe nämlich sehr, sehr viele. Und die, die mir am besten gefallen, werde ich dann morgen mit zu DM nehmen und ausdrucken. So, es ist spannend, wie lange das jetzt hier noch dauern wird. Ich bin ja immer ein bisschen ungeduldig. Oh, morgens Weihnachten. Freut ihr euch schon? Boah, wenn ihr das hier seht, dann ist ja schon Weihnachten. Wie komme ich denn da hin? Ach, da ist es. So. Also war schon Weihnachten. Mein Gott, habe ich viele Bilder. So, die machen wir jetzt mal hier drüben. Hier 54, ach du Scheiße. Tja, in dem Fall muss ich jetzt erstmal aussortieren. Ach so, ich wollte euch was zeigen. Guck mal. Das hier bin ich in klein. Moment. Vorschau. Tja, so sah ich mal aus. Damals hatte ich ganz glatte Haare. Habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Ganz lustig. Und ich wollte euch noch ein Bild von New York zeigen. Wir waren da auf dem Empire State Building und wir haben so einen Typen gefragt, ob der uns fotografieren kann. Und er hat mir dann seine Mütze gegeben. Moment. Sehe ich nicht wunderbar aus? Ich glaube, das nächste ist auch noch, ja. Ja, zwei wunderbare Bilder, die ich nur mal kurz zeigen wollte. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt noch mehr zeigen möchte. Es ist halt auch viel von meiner Familie und ich weiß nicht, ob die wollen, dass man das zeigt. Was gibt's denn noch zu gucken? Ja, New York. Jetzt bin ich da und kann ich's zeigen. Mal gucken, ob ich noch was finde. So. Also, ich werde hier in meinem Bilderwirrwarr jetzt 12 aussuchen, die ich dann morgen bei DM noch ausdrucken gehe. Ja, so mache ich das. Guten Morgen, ich bin noch müde. Ich bin noch ungeschminkt. Ich gehe jetzt noch schnell zu der meine Fotos ausdrucken und dann muss ich Geschenke einpacken. Ach ja, das ist übrigens Comet in the Sky. Bis gleich. So, ich komme gerade von DM. Ich habe noch Geschenkpapier gekauft auf den letzten Drücker. Ja.
alles so Silber mit Geschenken. Und ich habe diese Inspired by Lights LE von P2 entdeckt. Moment. Jetzt mal nur auf die Schnelle. Nichts genaueres. Ich habe diesen Lidschatten mitgenommen. Die sehen so cool aus, weil die so radiant sind. Das ist Lucid. Dann die beiden Blushes, das mussten natürlich sein. Da haben wir einmal so ein pinkes. Das ist die Farbe Rosy. Und dann gibt es das hier noch in Peach. Das heißt Peachy. Und dann habe ich noch diesen Nagellack hier mitgenommen. Ich weiß noch nicht genau, was man davon jetzt erwarten kann. Sparkling White. Werde ich ausprobieren. Ja, das sind die Sachen, die ich mitgenommen habe. Ich werde natürlich da auch noch irgendwie versuchen, dann Swatches zu machen und vielleicht noch ein extra Video. Je nachdem, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das gekauft und noch einen Kaffee. Ja, den trinke ich jetzt. Jetzt fahre ich nach Hause. Ich bin in Friedrichshafen. Da ist der einzige DM in meiner Umgebung, den ich kenne. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen anderen gibt. So, ich fahre jetzt nach Hause. Meine Mama wartet mit dem Frühstück. Und dann muss ich weiterarbeiten. Ach, ich sehe toll aus, oder? Ja, und dann muss ich nachher mich schminken und so. Nägel habe ich ja wenigstens schon. Und ich zeige euch nachher, wie ich aussehe. Bis nachher. Ich bin hier am Basteln. Das ist das Cover, das unsere Katze, die leider letztes Jahr verstorben ist. Oder vorletztes Jahr schon. Boah, krass, Zeit geht um. Auf jeden Fall kann ich euch das Bild getrost zeigen. Ich glaube, die anderen die Privatsphäre stören von jemandem. Auf jeden Fall ist das der Kalender. Ich werde den jetzt noch einpacken und dann muss ich duschen gehen. Ich habe mir neues Shampoo gekauft. Momentito. Und zwar dieses. Ich bin mal gespannt. Mit Keratin-Reparatursystem. Jo. Werde ich probieren und dann werde ich meine Haare glätten und dann muss ich mich noch schminken und dann muss ich mich noch anziehen und oh, so viel zu tun. Ja, hier sieht es übrigens katastrophal aus. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin unglaublich unordentlich. Ich zeige euch mal eben das Kleid, das ich später anziehen werde. Es ist jetzt falsch rum. Ach, es ist katastrophal hier gerade. Es ist auf jeden Fall unten so schön fallend. Ich werde das nachher euch natürlich auch noch angezogen zeigen. Und wie ihr sehen könnt, oder auch nicht, passen meine Nägel dazu. Ja. Ja, wie dem auch sei, ich muss jetzt erstmal duschen gehen, meine Haare waschen und eventuell glätten, Geschenke einpacken. Ich weiß, ich bin so früh dran, aber was soll's. Alles klar, bis später. So. Boah, meine Haare sind zu lang, ich muss die schneiden. Shampoo und auf in die Dusche. Ja. Und dann werden die Haare glatt gemacht. Ich glaube, dann sehe ich euch gleich nochmal, weil ich dann ein bisschen mit euch quatschen werde. Ich muss jetzt erstmal in die Dusche springen. Bis gleich.